Mit selbstgebastelten Plakaten kämpfen die Schüler in der Wönnigstraße in Lichtenberg um einen sicheren Schulweg. Denn dieser scheint durch die Baumaßnahmen für eine neue Penny-Filiale bedroht. Die Zufahrt zum Supermarkt entsteht direkt gegenüber dem Eingang der Robinson-Grundschule. Ein reger Autoverkehr würde Hunderte von Kindern gefährden. Seit einem guten Jahr versuchen deshalb die Eltern, den Bau der Zufahrt zu verhindern. Wir haben Informationen vom Eigentümer. Er sagt, diese Einfahrt, er hätte eine Genehmigung für diese Einfahrt. Das Bezirksamt sagt, diese Einfahrt ist illegal. Wir wissen nicht, was ist jetzt richtig. Wir wissen nur, wir wollen diese Einfahrt nicht. Für die Eltern ist ganz klar, dass die Sicherheit ihrer Kinder vor den wirtschaftlichen Interessen Einzelner steht. Auch der Bezirk unterstützt den Protest der Eltern. Eine Einfahrt sei ohnehin nur provisorisch genehmigt. Wir haben eine Baustellenzufahrt genehmigt, die ist aber beim Beenden der Baustelle wieder zu beseitigen. Diese Sperrung werden wir auch durchsetzen. Die Frage im Moment ist, wie wir das rechtlich durchhalten, wenn der Investor das vor Gericht angreift. Zuvor hatte allerdings der Investor selbst versichert, auf eine zweite Einfahrt zu verzichten. Dass ein Versprechen gehalten werden muss und dass die Sicherheit der Grundschüler vorgeht, da sind sich Demonstranten und Bezirk einig. Nur der Investor sieht das offensichtlich anders. Deshalb geht der Kampf um einen sicheren Schulweg weiter.